Wir kehren doch nochmal zu offizielle Kampagnen zurück. Denn wie ihr seht, ja, ich war fleißig im Hintergrund. Fleißig, fleißig. Ich habe die scheiß Seriencups gemacht. Ja, du Silber, aber Gott. Ich habe trotzdem zum Aufregen gebracht. Gerade Rennen ging sogar einigermaßen noch, aber das Schlimmste im Seriencup waren wirklich hier diese drei Drecks. Letzten Strecken. Tamtam habe ich mittlerweile danach gut und locker ohne Probleme hingekriegt. Goal habe ich immer den Anfang versaut. Das ist dieses Scheißding gewesen, wo man dieses Loch einspringen muss. Und bei Vertigo, obwohl es einfach ist, keine Ahnung, ich habe irgendwie nur verkackt. Verkackt, verkackt, verkackt. Ich bin so abgedreht, so durchgedreht. Na egal, wir haben es geschafft, weil das war nämlich Bedingung, um diese scheiß Crazy-Strecken freizuspielen. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich mir gesagt habe, nein, ich spiele keine Crazy-Strecken. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Das Lustige ist, wenn ich hier sehe, ich habe die damals sogar gespielt, aber nur bis zu der Strecke. Hier habe ich die gespielt und da doch. Okay, kam hier kaum, habe ich sogar die ganzen Sachen gemacht. Nur die habe ich nie gefahren, warum auch immer. Und ja, das ist klar. Weil die Knüppel, Dübbel, schwer ist. Na egal, wir schauen mal, was jetzt kommt hier, ne? Secret Caves. 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 Englisch. Hinter mir ist das Ziel. Kann ich immer zurückfahren? Natürlich nicht. Ich wollte sagen, zum Glück ist mein Rechner auch leistungsfähig genug, um ja, crazy zu schaffen. Aber naja, ich glaube, ich hatte das Problem, dass er das sogar manchmal wirklich auf unter. Okay, unter 60 FPS gegangen ist. Waren hier eigentlich irgendwie Checkpoints hier unten? Kann man hier schummeln? Hallo? Schummeln? Hier ist das erlaubt? Nein, da waren 1000%ig bei der Checkpoints. Ja, siehst du natürlich, hier ist er schon der Erste. Das ist hier mal am Schlauch gleich irgendwie einzuschränken. Hier einzulenken. Eigentlich ja, ne? Reinlenken und gleich, oh, scheiße, einlenken. Ich bin viel langsamer als beim ersten Mal, aber ja, am Anfang haben wir noch ordentlich Pufferzeit, ne? Ich glaube, die einzigen crazy Strecken, die ich sonst gefahren bin, ja, die eine bin ich gefahren, ne? Die allererste. Einfach nur so, weil ich so dachte, boah, ich zeige euch das mal. Und sonst bin ich ja, glaube ich, ja, die anderen crazy Strecken waren alles keine offiziellen. Das waren alles Community Scheiße, Dinger. Mann, guck mal, jetzt verkacke ich sogar schon. Ah. Vergesst mal, das letzte Mal, ja, das ist wirklich, das ist sogar noch grün. Grün, das hätte ich gedacht. Ich fahre die ganze Zeit immer gegen diesen Scheißball am Ende. Guck mal hier, merkt ihr einfach hier, ja. So, jetzt. Okay, ja. Junge, hat er mich wieder. Jetzt kommt er. Ich muss einfach erzählen, wie oft das ist. Geil, das ist mal groß gewesen, wenn du hier gegengefahren bist. Du musst einfach die Male ziehen, oder? Jetzt sind schon 4 Sekunden, die nur noch, ja, fehlen. Das wird ja immer weniger. Frage, sage ich mir jetzt auch hier, ich muss Gold machen? Ja, ich habe jetzt theoretisch alles hier mit Gold gemacht, ne? Ja, scheiße hier. Alles mit Gold. Dann muss ich das ja theoretisch auch beibehalten. Ah, hier, jetzt wird das schon knapp, Gerade bei den offiziellen Kampagnen. Bei Trackmania, was ist CW? Ist WC? WC, World Cup, das heißt ja World Cup. Ja, da habe ich mich ja dann doch umentschieden, auf Silber zu gehen, weil diese scheiß Zeiten, die da drin waren, kam einfach so hart ausgedacht vor. Wie auch so dachte, ja klar, ich brauche genau 48 Sekunden oder so durch die Strecke zu fahren. Wir sehen die Zeiten ja wenigstens realistisch aus, ne? Ja, 2017. Ja, das sieht so aus, als hätte jemand wirklich diese Zeit gefahren. Das andere, ja, wie gesagt, bei dann fällt mir, sah es aus, als wenn die einfach so gesagt hätten, oh, mit welcher Zeit kann man das schaffen? Nur mit dir. Fahren die einmal und dann, nur, das kriegt man theoretisch hin. Ja, lass mal so. So ungefähr. Vielleicht war es so, nein, eure scheiß ausgedachte Kacke könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ja, da habe ich auch. Ich habe die Musik ausgestellt von diesem Spiel und mit anderer Musik gespielt, weil ja, ich die Musik nicht mehr hören konnte. Aber das war Copyright geschützte Musik, also kann ich hier nicht anmachen, wenn ich es spiele. Sonst kommt gleich die YouTube Police. Und die wollen wir ja nicht, ne? Die ist natürlich, ja, was Musik angeht, natürlich nicht mehr so schlimm wie damals, weil damals wurden ja schon Kanäle gesperrt oder eben die Videos gesperrt, ne? Wenn man welche freigeschaltet hat. Heute wirst du sofort benachrichtigt nach Upload oder
wird einfach nur Werbung geschaltet. Also du kannst keine eigene Werbung schalten, wenn du die Werbung nennst, natürlich Werbung auf die Videos geschaltet hast, aber ja, das kann ich sowieso nicht machen. Ich glaube, selbst wenn ich das mich bewerben würde, selbst dann würden die sagen, sie haben zu wenig Reichweite, sie können doch nicht machen. Ja, ja, ich weiß. Damals konnte jeder, egal wie groß der Kanal war, konnte Werbung schalten, zeitlang. Aber das war auch die goldene YouTube-Zeit, ne? Oder Gold jetzt in der Hinsicht von wegen, ja, dass man da noch ordentlich Geld verdienen konnte. Da mussten die noch keine extra Sponsoring nehmen und brauchten auch noch wirklich kein Patreon, weil die YouTube-Einnahmen waren mehr als genug gewesen. Damals. Da fucking mal. Scheiße, ich glaube, das wird nichts. Ja, ich kann euch starten. Ich muss noch zweimal ins Ziel. Wir haben noch eine Minute aber Bescheid, Und ich wollte eigentlich immer noch zählen, wie viel Dinger ich jetzt fahren muss. Oder war das hier nach? Ja, hier nach war das. Genau. Das ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Gerade wenn man zu schnell ist. Blub. Kommt mal, nur noch einmal ins Ziel und ja, Gold. Ordentlich Puffer. Also ist Gold eigentlich hier noch relativ einfach, ne? Also relativ. Kennt mich ja, ne? Zum Beispiel jetzt hier doch wieder Scheiße hier, komm, Scheiße, komm. Jetzt freut euch, ich bin die Sekunden, du darfst keinen Fehler machen. Hallo, wir müssen wieder den Pro-Skater, wollte ich gerade sagen, den Pro-Spieler hier raushängen lassen. Ah, Scheiße. Letzter Versuch, du Nutte. Da darfst du nochmal probieren. Frage, probiere ich das mit euch oder? Probiere ich es alleine. Alleine. Ihr müsst das hier mal weinen. Eben. Aufnehmen ohne Aufnehmen. Scheiße, was mache ich denn hier wieder? Komm. Das war 32 Sekunden plus. Gib mir die Goldmedaille, verdammt. Danke. Weiter. Ja, wir machen weiter. Oh, ich wollte doch noch grün haben. Gibt's hier kein Grün? Zum Glück nicht. Aha, 12. 12? 12 heißt immer, ich hab's geschafft. Damals. Also. Wenn ich's damals geschafft habe, dann schaffe ich es auch heute. Hoffe ich mal. Boah, was trinken hier? Gleichzeitig steuern? Naja, es geht hier nur gerade aus, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ist hier, scheiß Ziel? Ist das einfach nur da hinten um die Ecke oder so? Sliding. Okay, die sieht ja sehr unspektakulär aus. Boah, ich bin schon perfekt gefahren hier, oder was? War das noch nicht perfekt? Gut war das, aber nicht perfekt. Ja, wir wissen ja, ne? Schnell um die Kurve fahren ohne Sliden geht schneller als, ja, Sliden. Ich habe vielleicht auch gewollt, dass ich das so mache. Solange die Zeit noch stimmt. Oh, da kommt ja alle vor mich einholen. Na, da merkt man eben, wie Zeit das einfach frisst, ey. Moin, in 3 Sekunden, da muss ich ja viel besser werden. Und was machst du jetzt, Musik? Zuckelst und ruckelst du jetzt rum? Was ist denn da los? Ich weiß, wir kommen wieder schlecht, aber so schlecht ist das auch wieder nicht. Obwohl das Spiel überhaupt 4K packt. Fucking 4K. Da muss echt gar nicht mehr so hart lenken, ey. So ganz sanft und guck mal, schon beschleunigst du sogar. Ich bin schneller zu gehen, der gegen Wand fährt. Weit voraus. Also einfach ganz sanft lenken. Aber das geht ja auch nur mit einem Analogstick. Aber sowas wie ein Game-Controller hat ja heute jeder. Jeder, wirklich jeder. Soll ich nur ganz leicht lenken? So. Okay, jetzt muss ich langsam werden. Boah, nicht so gut wie vorhin, aber gut. Ja, ich muss auch mal unbedingt meinen 360-Controller reparieren. Vielleicht kann ich dann Trackmania auch eben mit einem 360-Controller spielen und nicht mit diesem alten Logitech-Controller. Aber er funktioniert ja, ne? Warum soll ich ihn tauschen? Wenn er funktioniert. Leide schon wieder heftig, aber ich lege noch in Geschwindigkeit zu. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Kommt mal, 1,65. Theoretisch habe ich ja jetzt auch wieder mehr Zeit für Let's Plays, aber wie gesagt, nur theoretisch, weil, ja, ich bin ja eben leider schon in dem Alter, da man zur Real-Life-Fraktion mittlerweile zählt.
weniger spielt oder ja, weniger Fernseh guckt, also eben mehr eben ja, draußen macht ungefähr, ne? Also am Leben teilnimmt oder wie auch immer. Ist ja leider so im Alter. Egal, ob du jetzt Frau und Kind hast oder nicht. Aber jetzt, wo es eben früher dunkel wird, eben kann ich das nicht mehr wirklich machen und deswegen habe ich ja theoretisch schon mehr Zeit am PC. Ah, aber rat immer, mit was du das wieder verschwende. Richtig, mit YouTube. Aber nicht mit YouTube-Videos aufnehmen, nein, mit YouTube-Videos gucken. Ja, sehr gut. Mit YouTube-Videos gucken ist ja theoretisch wie Fernsehen gucken. Das habe ich ja schon gesagt. Ne? Das ist eigentlich das Gleiche, bloß dass du eben dein Programm selbst aussuchst. Naja, beim Fernsehen hast du nur hergeschaltet und so dein Programm ausgesucht. Aber da hieß es jetzt nicht, du guckst in irgendwelche scheiß Computer-Videos oder Dokus, sondern du musst eben kurz gucken, was gerade gesendet wird. Oh, du schreibst eine Videokassette rein. Oder eine DVD damals. Obwohl, DVDs hatte ich nie wirklich gehabt. Ich habe nur Videokassetten gehabt. Ich bin von Videokassetten gleich auf PC gegangen. Ha, ha, ha. PC. Ich habe sogar damals DVDs auf VHS überspielt, weil ich keinen DVD-Player hatte. Wer ist heute überlegt, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war eine Qualität scheißegal gewesen. War eh nur auf einer alten Röhre gewesen. Mit einem, ja, im schlimmsten Fall das blöde gelbe Kabel. Kompose-Kabel, dann sieht da sowieso alles furchtbar aus. Egal ob Videokassette oder DVD. Dann der neue DVD, der das erste Mal am HDMI auf einen Bildschirm angeschlossen hast. Also einen Fernseher. Dachbildfernseher. Dachte auch so, wow, was ist, kommt denn da aus meiner DVD raus? An Bildmaterial. Das sieht auf einmal so gut aus. Ja, viele haben wieder trotzdem dann immer noch über SCART angeschlossen gehabt, ne? Haben schon Flachbildschirm, der theoretisch progressive Bilder kann. Der DVD-Player, der die auch als progressiv abgespeichert hat, aber schickst über ein Delayed, über SCART, über analog. Über sie auch so. Okay. Aber naja. Man wusste es nicht besser, man hat es einfach angeschlossen und es hat funktioniert. Also hat man sich die Frage gestellt, ne? Wie gesagt, ich habe auch schon Leute gehabt, die eine HD-Plus-Karte hatten mit Receiver, das per SCART angeschlossen hatten. Und auch so denkst du, okay, das ergibt nicht wirklich viel Sinn, aber okay. Ich bin natürlich so nett und berichtige deren Fehler, ne? Ah, auf einmal ist das Spiel viel besser. Man kann das verlieben. Oh, das ist ja voll einfach. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Versuche. Und ihr kennt mich ja, ne? Ich mach's am Ende immer gerne riskant. Ein kleiner Fehler. Und das ist einfach Ende. Keine Chance mehr. Jetzt fängt er zu zeigen. Bitterwagen, 160. Schneller, 180. Ja, das muss dann locker reichen, wenn ich mit den ersten drei reinkomme. Na, siehst du, ohne Probleme. 20 Stück. Ein ganz bestimmt nicht wiederholen. Nein. Nichts wiederholen.